Aber ja. Ich mag ihn. Ich bin Fan. Primär und ewig. Die mag ich auch, also Fan mag ich auch. Ich bin kurz mal rauchen. Bis gleich. Ja. Matrie, was hältst du davon? Schmunkstech an. Wäre eine Überlegung wert, ne? Vielleicht jetzt nicht zu wechseln, aber wenn wir irgendwie was bestellt kriegen, dafür machen wir Werbung, ne? So wieder da. Guck mal nach dem Drescher mal. Bin ich schon dabei. Ich tank den gerade ab. Ach so. Ja. Ich hab nur blockiert den Hissen eben. Ah ja, ich hab den abgetankt. Hi. Ja? Oh, er ist wieder da. Ja, der Film? Ne, den hab ich schon nicht gesehen. Ich mein du. Ja. Also, Sepp. Ne, SB, okay. Wie heißt du eigentlich so, da ich einen Namen vielleicht habe, wegen, weil ich dich sonst nicht ansprechen kann? Warte, ich tu dich mal, ich tu mich mal anders reinconnecten, warte kurz. Danke. Ach, Erik ist auch wieder da. Ja. Nein, nur nicht. Der vermisste Sohn ist da. Ja, der vermisst hier die Bäume. Genau.
Müssen noch irgendwelche gefällt werden, ne? So. Andere Seite und hier da vorne, weiter geradeaus. User disconnected from your channel. User joined your channel. Peter. Ja. Ah, okay. Jetzt weiß ich auch wenigstens was hier. Also. Hab grad mal Latry gequatscht, ne? Mhm. Und zwar, was eigentlich ganz cool wäre, wenn wir mit dem Kanal, so wie er ist, theoretisch. Also wenn wir sagen, okay, wir können dran, ihr würdet, also ihr müsst nicht mal bei uns immer auf dem Test sein oder irgendwas oder einfach mal immer wieder mal auftauchen. Wir stellen den selber zur Verfügung, oder? Das heißt, es kann sein, dass ich dann einfach mal suchte drauf und mein Kumpel von mir, also der, wo jetzt mit mir die andere Map zockt, oder? Wo du jetzt streamst, das ist mir Latte. Ja, was wir jetzt überlegt hatten, ob wir, wie erkläre ich das jetzt dafür? Genau, wir könnten das so machen, wir machen Werbung für euch, ne? Mhm. Also wir stellen eure Namen und überall mit dem Stream etc. rein, bei YouTube und überall würde ich reinstellen, kein Thema. Mhm. Also ich würde euch verlinken mit Webseiten etc. Mhm. Und ihr würdet uns Server zur Verfügung stellen oder so. 16er. Kann man machen. Wie viele Slots ist mir erstmal... Wir haben schon einen 16er, muss man nur noch einen anderen Benutzer einlegen wegen Mods. Oder dass sie Mods nicht überkreuzen. Ja. Und. Ja, weil. Das wäre eine coole Idee. Weil dann können wir uns gegenseitig unterstützen. Ich mache Werbung für euch. Ihr macht ihr habt in dem Sinne. Haben wir was von euch. Ja, es ist gegebenenfalls sogar mit. Mit Gruppennamen oder so. Ja. Also wie gesagt, ob du streamst und so, wo du streamst, und vielleicht ist hast du ja dann noch eben das mit der Werbung, das wäre eigentlich nicht mal so schlecht, oder? Ja. Weil ich schalte für euch die Werbung und alles. Verlinke euch bei YouTube und alles, weil ich habe mittlerweile, also ich sag mal so, ich bin nicht der super große bei YouTube, ne? Aber mittlerweile habe ich bei was? Ich hatte jetzt bei einem Video Top, glaube ich, 60 Klicks oder so bisher. Und ich sag mal so, für mal eben so aus dem Boden gestampft ist das schon gut. Das stimmt. Der existiert zwar schon länger, aber ich hatte da auch damals schon Probleme mit. Und zwar hatte ich jemanden, der die Videos für mich geschnitten hat und alles. Hm? Weil mein PC einfach nicht packt, der schafft es nicht. Ich habe einen Dual-Core und habe nicht 500 Euro, um mal eben hier mir neue Sachen zu kaufen, weißt du? Hm? So, und da habe ich denen die Rechte gegeben fürs Hochladen, dass der hochladen konnte auch auf den Dingens. Mhm. So, und dann meint er den, also in dem Sinne, den Clan zu verlassen und löschte sämtliche Videos von YouTube. Somit war mein Kanal in dem Sinne wie vom Neuanfang. Ja, einfach leer. Ja, Abonnenten weg, alles weg. Ja, und jetzt musste ich halt von vorne anfangen. Ja, und jetzt habe ich glaube ich 42 Abonnenten schon wieder. Aber dauert ja halt, ne? Ja, das ist so. Nein, ich meine... ich kann auf Twitch streamen ohne solche Probleme. Ja. Ich habe schon einen guten PC. Ja. So ein paar tausend Euro. Ja gut, das glaube ich. Nee, und was ich... Also ich habe jetzt hier diesen Battle-Balken drin, ne? Hört sich scheiße an, ist aber so. Hier, was wir können machen, wir können einfach deinen Stream bei uns auf der Webpage drauf posten, oder? Also noch ein... auf dem im Forum, ob du online bist oder nicht. Ja. Dein YouTube-Kanal von mir aus auch. Das ist cool. Ja.
Jetzt, und das, was ich mit Hitbox machen will, ist in dem Sinne, also jetzt vorhatte, wenn jetzt von euch gestellt wird, wollte ich die Einnahmen damit nehmen, um den Server zu finanzieren und eventuell neue Spiele oder neue Technik dazu investieren, weil man kann ja nie immer alles aus eigener Tasche löhnen. Das ist ja, also ich werde sowieso Ende des Jahres ein G29 verlosen. G29 ja, ist? Ja. Lenkrad. Ach so, ja. Den neuen. Ja, es kommt immer irgendwas. Ja, das hört sich gut an. Also ich habe letztens mal auch mal einfach so Spiel nach Wunsch. Wie stellt sich das Verlosen an? Oder wie? Ja, es wird einfach eine Meldung zum Beispiel im Forum gemacht, hey. Ja. Es gibt eine Verlosung. Ihr müsst einen Kommentar abgeben, dann sobald im Teamspeak reinjoins, kommt dann auch ein Pop-up, hey, es gibt Verlosung. Ja. Und die Leute, die, wie soll ich das sagen, die mitgemacht haben, werden einer von einer externen Person, also wir holen eine Person im DS und sagen, du gehst auf die Seite, gibst die alle Namen auf und mit dem Tool wird einfach ein Random genommen. Ja gut, ich und denke mal, da werden ja einige mitmachen, ne? Und da wird einfach das, was er alles macht, oder? Das wird einfach alles aufgenommen, oder? Ja. Und dann heißt, der und der, der Name ist rausgesprungen und dann tut er sich einfach melden, gibt seine Adresse und wird das verschickt. Ja, cool. Das Einzige eben, wenn ich aus der Schweiz den verschicke, das Einzige, wenn ich eben nicht schaffe, nach Deutschland zu gehen, dann sage ich ihm, du musst einfach die Versandkosten übernehmen, oder? Die 7-8 Euro oder so, oder? Ja, wo er denn beim Enthaltungspaket muss zahlen, oder? Ja, ist ja eh nicht mehr meistens, ne? Aber ist ja verständlich, ist normal, ne? Ja, und sonst gibt's eben immer wieder irgendwelche Sachen. Also wir haben jetzt ein paar guten Kollegen, also wir haben einen jetzt von unseren Eltern, also unseren Komponenten, wo wir nicht brauchen, haben wir im fertigen PC gebaut. Ja. Weil sein abgekackt ist. Und das gibt mir immer irgendwas, oder? Ja, das hatte ich vor kurzem auch. Da ist mir mein Netzteil durchgebrannt. Eben. Also und das waren, ja, 400 Wattnetzteil, ne, 550 Wattnetzteil. Jetzt haben wir 750er drin, ne? Ich habe von denen jede Menge im Keller. Oh. Ja. Okay, und ja, und ich bin halt in der Informatik tätig. Ach, du bist Informatiker? Ja, ich bin Informatiker. Ja, das ist doch schön. Super. Also ich habe zwei Kollegen, also mein Cousin ist auch, der macht seinen Bachelor gerade. Aha. Ich glaube, ist Bachelor, ist das höchste vom Studium, ne? Nee, Master. Ne, der macht dann seinen Master, genau, der macht ich das mach höchste. Auch Master. Genau, das macht er jetzt gerade. Und der andere Kollege, der ist, ja, der ist schon komplett durch. Nur halt, die können wir auch nicht jetzt. Von den einen Kollegen habe ich diesen Rechner. Mhm. So für einen Fuffi gekriegt, sag ich mal, ne? Also für einen Handschlag in dem Sinne. Mhm. Ne, und der kann mir auch nicht hier mal eben so ein i5 oder ein i7 mal eben so schenken. Ja, klar. Ja. Ey, bei Mund gibt's immer irgendwas. Ja, und jetzt suche ich halt. Also dafür habe ich den Bettenbalken hier drauf. Hab gesagt, pass auf, entweder spenden die Leute oder nicht fertig. Wenn nicht, dann haben sie Pech. Aber dann soll sich auch keiner beschweren über irgendwelchen Qualitäten oder Lecks oder sonstiges. Ja, das stimmt. Ne, wenn sie besser haben wollen, dann müssen sie einen unterstützen. Ja. Ja, so. Es ist so. Es ist wirklich und so. Ich bin nicht wie, ich sag mal, so andere Kanäle, die nur am Rumheulen sind, am Rumbetteln, am Rumjammern. Die kriegen dann klar Spenden bis zum geht nicht mehr, ne? Ja. Ja, ich sag einfach, Leute, wenn ihr wollt, spendet was. Wenn nicht, habt ihr Pech. Mir egal. Ich werde nichts an der Videoqualität dann verändern. Punkt. Ja, es ist eigentlich so. Also das ist eigentlich... Draußen ist es auch so. Entweder... Es ist eigentlich nur geben und nehmen. Richtig. Ich kann nur geben, wenn man mich unterstützt oder hilft. In irgendeiner Art und Weise. Sei es mit, pass auf, wir spenden jetzt hier, was weiß ich, 2 Euro. Reicht doch, 2 Euro. Ja. Hey, 2 Euro näher an Motherboard Beispiel.
Bei mir hapert es ja jetzt momentan nur an.